Am Blumen und Wunder Stabe hinaus, wo die Lerche und Amsel so wach, auf Wälder, Hügel zum Bach, ins Grüne, ins Grüne. Im Grünen, da ruft man zu Wohlempfinden, zu Schönes und denket behaglich an die. Zaubert von hinten nach was uns bedrückt. Und alles herbei, was den Busen entzückt. Und zaubert von hinten nach was uns bedrückt. Und alles herbei, was den Busen entzückt. Die Zukunft der grämlichen Ansicht entschlagen. Da stärkt sich das Auge, da labt sich der Blick, sanft fliegen die Wünsche sich hin und zurück im Grünen, im Grünen. Im Grünen, im Grünen, am Morgen, am Abend in treulicher Stille entkeimen manche Liedchen und manche noch grenzt den poetischen Scherz, denn leichtester Lachen empfänglich das Herz im Grünen, im Grünen. Ins Grüne, lass Heid uns folgen im freundlichen Knaben, grünt eins uns das Leben nicht ferner, so haben wir Glück. Grünen Zeit nicht versäumt und wann es gegolten noch glücklich geträumt im Grünen, lasst Heid uns folgen im freundlichen Knaben, lasst Heid uns folgen im freundlichen Knaben, grünt eins uns das Leben nicht ferner. So haben wir glücklich die grünen Zeit nicht versäumt und wann es noch glücklich geträumt und wann es gewollt noch glücklich geträumt im Grünen, im Meine Mutter hexen könnt, dann müsst sie mit dem Regiment nach Frankreich überall mit hin und wär die Marketenderin. Im Lager wohl um Mitternacht, wenn niemand auf ist als die Wacht und alle schnarchet Ross und einer Trommel säß ich dann. Die Trommel müsst eine Schüssel sein, ein warmes Sauerkraut da rein, die schlingen Messer und Gabel, eine lange Wurst, mein Samen, mein Schöckl wär ein Huppenmut, den fühlt ich und weil es mir an Licht fehlt, so scheint der Mond in meines Herzens. Scheint er auch auf französischer Rhein,
der Straße ein Eck. Wenn nur meine Mutter hetzen könnte, also vor der 50 Jahren, und es wird elk Jahr eigentlich beter und prettiger. Und das Material, was wir hier haben, dit jaar, ist echt gut. Und es ist ein sehr plezierig werk. Het is hard werken, maar met veel plezier. Het gaat om het interpreteren van... Ja, het gaat hoofdzakelijk om de interpretatie. Ja. Nou ja, we moeten voor alle dingen het stijlgevoel proberen te wekken. Het muzikale en vooral het voordrachtsmoment. Dat die leerlingen weten hoe ze zo'n aria of zo'n lied moeten aanpakken om het artistiek het beste over het voetlicht te brengen. Dat is eigenlijk de interpretatie. En om met die geest, met de geest van de muziek, eigenlijk in contact te komen, goed in contact te komen. Dat is eigenlijk het doel van deze cursus. U doseert hier dus nu voor de vijfde maal. Ja. Hoe is het met de resultaten? De resultaten zijn vrij goed. Maar zo, hij heeft soms het gevoel dat men nog 3-4 weken langer zou moeten en kunnen werken. Niet waar? Want het is natuurlijk eigenlijk een kort bestek om dat oneindelijk groot materiaal wat een liederen oratorium bestaat, enigszins een beetje door te werken met de leerlingen. Maar het enthousiasme is wel erg groot hier. Ja, dat is inderdaad erg groot. Er wordt hard gewerkt. Huh? En er wordt hard gewerkt. Het wordt hard gewerkt, inderdaad.